Willkommen Leute zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit am Start mein kleiner netter Hund, der gute alte Bello. Und ja Leute, wir haben heute was ganz Spezielles vor, denn es sind ein paar Häuser aufgetaucht. Die können wir schon dort hinten sehen. Und wir müssen uns entscheiden, welches Haus dort hinten gut ist und welches nicht. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das werden wir gemeinsam mit meinem Hund Bello machen. Und ganz kurze Info Leute, ihr könnt gerne mal jetzt an dieser Stelle oben rechts abstimmen, ob ihr Ferien habt oder nicht, weil ich werde die Videos dann wahrscheinlich eher hochladen, wenn die meisten von euch wegen Corona Ferien haben, aber ich meine, das sollten so gut wie alle sein. Ja, und ansonsten ganz kurze Info, falls ihr noch günstige Spiele suchen solltet, könnt ihr gerne mal bei meinem Partner vorbeischauen, und zwar G2A. Das sind reduzierte Spiele, beispielsweise Minecraft reduziert, also checkt einfach mal den ersten Link in der Beschreibung ab. Und ja, so Leute, ich würde sagen, jetzt haben wir genug herumgelabert und ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz rüber. Hier im Haus haben wir nämlich auch nichts mehr zu erledigen. Hier haben wir schon alles gesäubert. Und ihr habt auch gestern in die Kommentare geschrieben, dass viele von euch auch Haustiere haben, zum Beispiel einen Hund. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Ja, ich hätte auch gerne einen Hund, aber da ich aktuell keinen Hund zu Hause habe, habe ich einen Hund hier in Minecraft. Das ist doch, denke ich mal, ganz cool. So. Dann würde ich sagen, Bello kommt jetzt auch mal schleunigst hier heraus. Das ist doch schon mal ganz gut. Und so, wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz rüber, denn dort hinten haben wir, wie schon eben erwähnt, ja, gewisse Häuser. Wir haben einmal so ein Dreckhaus, so ein Haus, das aussieht wie ein Enchantment Table, also ein Verzauberungstisch. Wir haben hier, ja, ein ganz komisches, buntes Haus, ein blaues Haus und wir haben ein Haus aus Kohle. Und Bello schaut da schon hin, als hätte er eine, ja, als hätte er Plan, oder? Nee, er zeigt mir stattdessen seinen Popo. So, würde ich sagen, Leute, wir fangen einfach mal an, ganz mega simpel, hier rechts. Ich hoffe nur, dass, egal was passiert, Bello nicht stirbt. Das wäre natürlich überhaupt nicht gut. So, jetzt weiß ich nicht, warum ich hier nicht durch kann, aber das scheint hier doch relativ simpel zu sein. Nein, Bello, nein, Bello, lass das. Nein, ist Bello jetzt auch gestorben? Wo bin ich denn gelandet? What? Wo bin ich denn hier? Irgend so einer komischen Bibliothek. Ja gut, Bello scheint wohl noch offensichtlich hier zu leben. Von dem her gar kein Problem, wie auch immer der es überlebt hat. Aber gut, das heißt, das erste Haus ist auf jeden Fall keine Empfehlung von mir. Ja, Bello ist wohl scheinbar nicht die hellste Kerze und weiß nicht, wie er uns folgen kann. Okay, ist hier denn noch irgendwas oder wird man hier nur getrollt? Ich glaube, hier wird man tatsächlich nur getrollt, so wie es aussieht. So, und Bello, du springst da jetzt nicht rein. Sonst, ja, endet das garantiert nicht gut. So, würde ich sagen, einfach mal Haustür zu und gehen wir mal ins nächste Haus. Ich würde sagen, Bello, du bleibst ganz kurz hier, weil sonst bekommt er vielleicht auch beim nächsten Schaden. Aber das sieht doch, denke ich mal, ganz gut aus, ja. Okay, Bello kann wohl mitkommen. So, komm rein hier. Perfekt. Und wir können hier in diesem Haus uns wohl ein bisschen Equipment nehmen. Wir haben hier einen wunderschönen Helm. Zack. Wir haben ja auch eine wunderschöne Rüstung. Können wir uns die ausnehmen? Ja, perfekt. Sogar eine Waffe haben wir hier. Das ist doch, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht. Okay, jetzt sehen wir aus wie ein Ritter gefühlt. Aber wir haben auf jeden Fall gutes Equipment. Bello will hier offensichtlich nicht rein. Aber so ist das jetzt mal. Und wir haben hier sogar XP-Flaschen. Ja, mega nice. Mega viele XP-Flaschen, die wir uns hier rausnehmen können. Würde ich sagen, benutzen wir die natürlich auch, Leute. Zack, lecker XP. Da kann man sich so, denke ich mal, eher weniger drüber beschweren. Die Frage aller Fragen ist aber nur, kann ich die Sachen jetzt auch so ohne Probleme verzaubern? Das würde mich natürlich jetzt mal interessieren. Und, ja, sehr gut, dass wir hier Lapis Lazuli haben. Nicht, dementsprechend bringt uns die Erfahrung wohl doch nichts. Aber gut, so ist das jetzt hier. Ja, ich schmeiß mal kurz die Erfahrungsflaschen weg. Und wir haben hier noch ein Schild. Das nehmen wir natürlich auch gerne an, würde ich mal behaupten. So. Ja, Leute, so sind wir jetzt equipped mit einer Kampfaxt und mit einem Schild. Ich denke mal, das ist doch ganz, ganz gutes Equipment. So. Und was haben wir denn hier vorne? Lol. Ist das nicht Hulk? Wir haben hier einfach Hulk gefunden. Die Frage ist nur, ob Hulk böse ist oder ob Hulk gut ist, ne? Ich würde sagen, wir reden mal ganz kurz mit dem. Ey, Hulk, alles gut bei dir? Oh, hey, Mann.
Ja, bei mir ist alles soweit ganz gut. Das Einzige, was du mir geben sollst, wäre eine Blume. Dann sehe ich auch, dass ich dir vertrauen kann. Aber ansonsten, schönes Wetter draußen. Ich sehe auch, du hast mittlerweile einen Hund. Und wenn du willst, kann ich dir auch helfen. Also, ne, besorg mir einfach eine schöne Blume. Du siehst hier eine schöne weiße Blume. Und dann folge ich dir auch schon. Alles klar, Hulk, dann würde ich sagen, besorge ich dir deine Blume. Also, Bello, der scheint auf jeden Fall deutlich, deutlich netter drauf zu sein. Das hier ist ein Rabe, den habe ich jetzt auch mal angegriffen. So, weg mit dem Raben. Okay, Bello, dann würde ich sagen, bringen wir Hulk diese Blume. Das passt jetzt irgendwie gar nicht. Ich hätte eigentlich alles bei Hulk erwartet. Irgendwie, keine Ahnung, Erfahrungsflaschen oder, keine Ahnung, Heilflaschen, Regenerationsflaschen, Stärkeflaschen, aber der will einfach nur eine süße Blume. So, dann gebe ich dir mal die Blume und er sagt jetzt, also kommt mit. Kommt da auch mit? Oh ja, jetzt habe ich schon Hulk und Bello als Begleiter. Das ist doch, denke ich mal, ganz gut. So fühlt man sich auf jeden Fall schon mal in Sicherheit. Vielleicht kommt ja auch noch der ein oder andere dazu. Wir gucken mal nach. Und wen haben wir hier? LOL! Herobrine! Alter Schwede! Ja, okay. Danke an die Jungs, die mir überhaupt nicht helfen. Warum helfen die mir nicht? Ja, ey, ihr könnt auch mithelfen. Okay, die sind auf jeden Fall, nicht so in hilfreicher Stimmung, würde ich fast sagen. Aber hier haben wir Herobrine. Oh, haben wir ihn besiegt? Ich glaube, den haben wir besiegt. Und falls nicht, dann sollte ich mal schleunigst hier zumachen, weil sonst endet das garantiert nicht gut. Alter Schwede, okay. Herobrine war schon mal nicht so gut. Ja, der Hund, der bellt ein bisschen vor sich hin. Ja, jetzt unterhalten die sich wohl scheinbar. Naja, wie dem auch sei, wir konnten es auf jeden Fall schaffen, auch gegen Herobrine anzukommen. Gar kein Problem für uns. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wen finden wir hier noch in diesem blauen Haus? Und hier haben wir... Alter, ist das nicht Sonic Exe? Das ist doch Sonic Exe, ne? Das nimmt mir eigentlich viel ab, wenn ich hier blocke. Ah, lol, da kann ich gar nicht angreifen. Oder? Oder? Ah, doch. Und jetzt blockieren, zack, blockieren. Ah, Sonic Exe, du hast hier gar keine Chance. Obwohl, wir locken ihn mal ganz kurz raus. Kann er hier nicht rauskommen? Irgendwie will er da nicht rauskommen, ne? Egal, dann würde ich sagen, halten wir den da drin. Komm, gefangen, zack. Hier, und komm, greif an. Lol, solange ich blocke, kann er mir gar nichts. Seht ihr das? Okay, einmal schlagen, einmal blocken. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Da war das Timing doof. Okay, ja, nice. Oh, oh, oh. Oh ja, der ist down. Der ist down. Der ist weg vom Fenster. Und ich glaube, hier müsste jetzt eigentlich der richtige Sonic wieder spawnen, wenn mich nicht alles täuscht. Also hier scheint auf jeden Fall keiner drin zu sein. Ich hatte eigentlich Hoffnung, dass jetzt wieder der Sonic zu uns kommt, beziehungsweise... Ah, lol, da ist er ja, der gute Sonic. Leute, das sieht doch schon mal langsam ganz gut aus, ne? Wir sind unterwegs mit drei Begleitern, die alle aber nicht bereit sind, mir zu helfen, warum auch immer. Wisst ihr, ich befreie sie, ich bin so nett, gib Hulk seine Blume, befreie Sonic, beziehungsweise töte Sonic Exe. Gib Bello täglich Essen, aber, ne, wenn ich fast kurz vorm Sterben bin, da helfen sie mir natürlich nicht. Das ist ja unfassbar, ne, würde ich mal sagen. Naja, gut, dann würde ich sagen, zögern wir gar nicht lange und schauen jetzt nochmal nach, was hier in der allerletzten Tür ist. Hulk hat wohl keinen Bock mehr, so wie es aussieht. Und, naja, schauen wir nach. LOL, Venom! Venom ist dort drin. Okay, Venom. Können wir ihn töten? Ich weiß ja nicht. Und, eieiei, da müssen wir aufpassen. Oh, der macht ordentlich Schaden. Aber mit dem Schild sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Immer blocken, genau, immer blocken. Komm, zack, und bam, da ist er down. Okay, Venom wird wahrscheinlich nicht in unser Team kommen, so wie es aussieht, aber... Naja, dann würde ich eigentlich sagen, haben wir alle Häuser hier auch geschafft zu schaffen, kann man das so sagen? Oder zu beseitigen, je nachdem, ob da ein Guter oder Böser drin war. Wenn ein Böser drin war, haben wir es geschafft, das Haus zu beseitigen. Wenn, eine nette Person drin war, haben wir es geschafft, sie zu retten, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, was mache ich mit den Jungs? Ich könnte sie theoretisch dort vorne unterbringen. Ja, ich meine, Bello bleibt sowieso bei mir, aber ich glaube, die anderen, die muss ich ja irgendwo hinbringen. Beziehungsweise Hulk und Sonic soll ich irgendwo unterbringen. Bello bleibt ja bei mir. Dementsprechend würde ich sagen, eignet sich dann doch dieser Standort ganz gut dafür, dass die hier auch in Ruhe bleiben können, oder? Ich denke, das sollte keine schlechte Idee sein. Das ist die Frage nur, in welcher Kammer die hin sollen. Vielleicht hier in dieser Essenskammer, ich weiß es nicht. So, ich glaube, das überlasse ich denen selbst. So, Jungs, ihr könnt hier bleiben. Warte mal, hier einmal warten. So, und hier auch warten. So, dann haben wir nämlich jetzt...
Sonic und Hulk dort untergebracht, genau. Die standen da gerade so komisch wie so Statuen. Bello soll natürlich auch noch durchkommen, ganz genau. Naja, aber ich denke mal, wir haben unseren Teil hierfür getan. Ich kann jetzt auch wieder erleichtert nach Hause gehen. Und ja, ich glaube, ich werde noch mein Equipment irgendwo ablegen. Aber ansonsten haben wir alles, denke ich mal, ganz gut gemeistert. Ja. Das waren dann die ganzen Häuser. Insgesamt waren es ja 5 Stück. Wenn euch das Video hier auch gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne mal an dieser Stelle einen Like da lassen und in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt auf Videos um 8 Uhr morgens jetzt in den nächsten Wochen, weil Corona-Alarm ist. Schreibt es in die Kommentare. Das wäre es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren.